Ja, und in dem Fall sind wir jetzt hier gerade tatsächlich mal gar keinen, aber dafür eine doppelte Palutena. Paired up mit einem Snake und Inkling. Inkling bin ich ein sehr großer Fan von. Es ist super flink. Ich mag die Mechanik mit dem, mit der Farbe. Finde ich cool. Viele hassen ja Inkling. Ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ich mag ihn auch nur sehr gerne anzugucken. Selber spielen ist nicht mein Teil. Welchen Charakter will es mal nicht da am schlimmsten so? Selber gegen zu spielen? Ja. Definitiv. Ja. Ich mag es gerne sehen, aber ich finde es einfach schlimm, weil er einfach so fast ist, ne? Und weiß ich nicht, vielleicht ist es dem Alter verschuldet, aber ich finde dann meistens nicht so die Antworten drauf, um schnell zu reagieren. Viele hassen ja Inkling, wenn man dagegen anspielen muss. Mhm. Bei mir ist es so, ja, aber ich habe den irgendwie nie auf dem Schirm. Gibt doch wenig Spieler. Aber Bibel Campo zum Beispiel. Der ist ja eigentlich Inkling Main. Ah, okay. Stimmt, hat man auch beim letzten NDZ gesehen, ne? Ich glaube, ich war mit dabei. Ich finde Inkling. Ich passe oft nicht auf, aber an sich Inkling ist so. Ist Inkling. Kann ich so nicht sagen. Ich finde tatsächlich. Bayonetta schwierig. Ja. Auch von der Farina hat er sehr stark, ne? Kommt immer schnell mit vielen mit ihren Attacken auf. Gute Abhilfe von ihr. Ja, wir haben jetzt hier noch diese. Wir haben noch Palutena mit 142% und Free Stocks. Ich denke, das wird sie auch jetzt erledigt haben. Nee, kann sich noch drin halten. Der Kampf geht hier für einen Edgeguard. Palutena hat natürlich auch eine ziemlich gute Skill. Ja. Eine ziemlich gute Recovery. Gerade schon ein bisschen zu schnell. Also ich versuche mich gerade auf etwas zu konzentrieren. Da geht ganz schön einiges ab. Kamu versucht jetzt hier den Edge gegen hier. Snake überlebt ja auch ein bisschen länger, oder? Weißt du? Schon. Also auf so Lido 130, 140 kannst du mir schon prügeln, wenn du die einen da einschlägst. Ne? Teleport von Belcampo leider offstage. Hat da ganz schön viel Momentum mit generiert. Schade drum. Gab's nicht, aber angeschrieben. Gab's nicht. Der hat gut gesessen. Da vorne löst jetzt der Kampf auf der Seite ab. Wieder die Seiten gewechselt. Palutena hat wieder das Mirror Match gesucht. Ja, jetzt wird die Neutral-Stelle rausgeholt. Und wir haben somit ein 2 gegen 1 wieder hier. Die fällt mich sehr stark. Ohohoi. Okay, das ging schneller als gedacht jetzt im Endeffekt. Ne? Damit haben wir die erste Runde des ersten Finals-Match gemacht. Sehr schön. Magst du mir einmal das Wasser da oben reichen? Mhm. Super, danke dir. Ich mag, dass man das hört, wie du es einkippst. Ja, ne? So. Gucken, ob die Charaktere gewechselt werden. Und sie werden tatsächlich gewechselt. Bibel Campo geht auf sein Main. Das ist Prom, wenn ich das richtig sehe, ne? Oder ist das Mom? Das ist Mom. Das ist Mom.
Und Ian spielt tatsächlich Snake. Okay, somit haben wir dann zwei Main-Situationen. Das ist auch gut, schön zu sehen. Mal gucken, wie sie das... Ja, das sieht man auch direkt. Ja, sehr even aber. Von den Teams her. Ja. Das ist auch cool, dieses Gimmick, dass wenn Inkling Farbe auf seine Gegner spritzt, dass seine Attacken auch einfach mehr Schaden machen. Ja, genau, richtig. Also das sagte ich auch eingangs im letzten Mal schon. Die Mechanik ist einfach super interessant und wenn man weiß, sie effektiv für sich zu nutzen, dann ist Inkling auch ein echt unberechenbarer Gegner. Ja. Aber viele haben so eine ganz nette Mechanik eigentlich. Ja. Also das kann man wirklich sagen. Ne? Man hat viele Charakter, die sich natürlich auch gleichen, ne? So, oder in Ähnlichkeit geben. Bestes Beispiel sind die ganzen Link-Charaktere. Aber dann halt die kleinen, aber feinen Unterschiede, die dann auch sich im Gameplay nachher mit auswirken. Ne? Ja. Vor allem Young Link. Bei diesem Projektiv fliegt man halt viel höher, deswegen spielt Young Link automatisch einfach anders. Ja, musst du halt dann dementsprechend, ne? Oder du dann halt mit deinem ganz normalen Link dann durchkommst. Ich mag es auch immer, wie diese ganzen normalen Links immer mit dieser Bombe recovern. Ich finde das, ich weiß nicht, ich schaffe das nicht. Ich auch nicht. Und dafür fühle ich mich auch nicht confident genug darauf, um das noch so mitten im Game einfach auszuprobieren. Das bin ich gemacht. So, wir haben jetzt hier die Situation, dass beide Teams halt even stehen, relativ. Davon mit seinen 86% auf Palutena. Ein bisschen gedamaged ist, aber das hat in dieser Situation noch gar nicht so viel zu sagen. Denn wir sehen, wie Rot versucht hier schon sehr viel das Upsetting von gemeinsamen Kombos sein. Ja? Mhm. Inkling kommt hier Muff zur Rettung. Hat auch funktioniert. Ja, vor allem Snake hat ja auch sehr schwache Putz. Also. Halt hat nur noch ein Stock und auch sehr hoch Prozente. Ja. Ich muss hier schon ein bisschen gucken, dass er mit Neutral auf jeden Fall gut klarkommt. Ja. Oh, schöne Abwehr. Aber auch zu risky vielleicht jetzt an der Stelle. Das, er schafft es sogar noch, sich dazu zu recovern. Sehr schön. Oh, aber jetzt muss er aufpassen. Sehr viele Prozente. Wie Agnes? Ja, okay. Er nimmt sich sogar den Stock. Ja. Wie aggressiver dann auch reingegangen. Aber sehr schön, sowas wollen wir dann auch sehen für ein Finale. Ja, für ein Loser Final, ne? Auf jeden Fall. Da muss man dann auch danach gehen. Da muss man auch zeigen, hey, pass auf, ich spiele immer noch mit auf der Karte. Das war super. Vor allem, ich finde es heftig, wie der Fung das überlebt die ganze Zeit. Okay, jetzt ist er tot. Ja. Und jetzt haben wir dadurch die 1-on-1-Situation. Snake, super brillant, was Edge Guard angeht, durch seine Utility mit seinen ganzen Granaten und Minen und hast du nicht gesehen. Also das komplette Repertoire. Ist natürlich auch ein sehr guter, also ein sehr gutes Matchup für Ian. Total, ja. Er braucht nicht in den Nahkampf gehen, kann den versuchen weitestgehend zu meiden. Du kannst dich mit den Granaten sogar aus den Kombos befreien. Richtig. War das C4? Das war gut. Oh. Das ist super knapp. Das muss, jetzt spielt aber auch hier super aggressiv. Muss hier ja, die Initiative nehmen. Sogar der Tipper getroffen. Krass, sehr schön. Welcome to Tip City. Nice one. Sehr schön. Verdient es 2-0, aber klasse gespielt von allen Parteien. War auch echt unglücklich, dass die Granate genau beim Recovern in der Hand explodiert. Ja. Ärgerlich, aber dann, manchmal hat man da auch einfach nicht so den Einfluss dann drauf. Ne? Dann kommt es doch nochmal anders, als du denkst. Young Link, jetzt geht der auch, jetzt geht auch Fuego Elo auf sein Second. Obwohl das mit Mafia ganz gut funktioniert hat. Schaffen, das ist auch immer ein Jan Link ist es dann. Okay. Ah, und Ian spielt jetzt auch sein MPT. Sehr interessant. Okay, dann mag ich auch so Geld. Da einfach ein riesen Schicki sein. Ja, sehe ich aber. Vom Gameplay mag ich Schicki auch am meisten. Total.
Aber ich kann Pokémon trainieren. Ich auch nicht. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Charakter. Super, ne? Also wenn du mit Chigi dann halt einfach schnell die Prozente holst und nachher mit Glurak dann zum Finishen benutzt. Aber er macht es sehr schlau. Auf dieser Knospen dann Zone und dann schon mit der Abwehr immer. Weil die Abwehr killt sehr früh von dieser Knospen. Fast zwei Minuten mit Upsmash gewinnen. Ja, ja, und da kommt das übliche Game von dieser Knopf raus. Die Nairs, die hitten auch einfach. Da kannst du viele Prozente machen. Ist das doch weg von hier von der Familie? Ne, der zweite Moment. Sehen wir auf jeden Fall dieser krass Stärke, das ist immer super krass. Der nimmt so viel Raum in der Luft mit ein. Und durch sein Luftherb. Das kann man sicher gut zum Spiel. Für die ersten paar Prozent. Aber ich blick da gar nicht durch, wenn alle lila gefärbt sind. Nee, überhaupt nicht. Das ist ja manchmal, du kannst den Skins helfen einem manchmal, die Charakter auseinanderzuhalten, wenn plötzlich alle lila sind, dann ja, dann ist es ein riesen Gebärsche. Direkt auf dieser Knoss. Oh. So, da fangen jetzt nur noch auf einem Stock. Wie viel kam heute sogar noch ganze drei? Das ist momentan im Favor für Team Blau noch zu sehen. Obwohl es relativ ihm jetzt wieder wirkt. Ja. Ab-Air-Leader von ihren. Jetzt kommt hier aber die Edge-Guards raus, oder? Aber Inkling kann natürlich auch gut kommen und. Total. Dafür ist der Charakter gemacht und gebaut und gedacht. Ich lasse mich mal von diesem Roller treffen, da hat man es auch gesehen. Aha. Der dich dann ja auch Block in Place bei einer gewissen Prozentzahl hast du da leider dann auch erstmal zu hocken dann, ne? Hm. Kannst nicht viel machen. Auch sein Teammate schon eingebuddelt. Oh, die Glurak-Zeiten. Und währenddessen hat das dann noch ganz schön in der Luft abgecatcht. Konnte damit dann Stock gewinnen. Das wird jetzt gefährlich. Ja, jetzt ist gegen Glurak auf Safety-Line ist auch sehr gefährlich. Das möchtest du einfach nicht. Auch wenn Glurak hier mit 400% aufwerten muss. Zack. Okay, Glurak ist raus. Bell hat es geschafft. Jetzt die 2:1 Situation für sein Team zu gewinnen. Mhm. Die Bombe. Ja. Boah, die war richtig gut getroffen. Ho, ho. Well timed, well spaced. Ja. Ihr habt das Geld. 2:1 für Bibelkampf und für Ego Elo. Also ein Comeback. Auf jeden Fall, was die beiden Jungs da genießen.